Wir machen jetzt weiter mit unseren Parteivorsitzenden. Schön, dass ihr da seid, Saskia und Norbert. The stage is yours. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, lieber Kevin, das ist eigentlich der Augenblick, wo man Corona ganz besonders verdammt, weil ich hätte dich jetzt gerne in den Arm genommen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in den letzten Jahren und der letzten Zeit besonders auszeichnet, nämlich in der Sache miteinander ringen zu können, reden zu können, debattieren zu können, aber das Emotionale dabei nicht nach hinten zu schieben. Politik hat auch was mit Gefühl zu tun. Und ich glaube, ich wollte schon sagen, erstmal natürlich ganz herzlichen Dank dafür, dass Saskia und ich heute hier dabei sein dürfen und zu euch sprechen dürfen. Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt. Wir haben gedacht, 3 Tage Potsdam, wir kennen die Jusos, wir wissen, die können hart an der Sache arbeiten, die können aber anschließend auch hart feiern. Und ich kann euch sagen, wir hätten auch gern wieder aufgelegt. Das ist jetzt nicht so. Es ist unter den Umständen, unter denen wir jetzt hier zusammenkommen, auch richtig so. Und ihr zeigt wieder was dabei. Wenn die Umstände es erfordern, dann macht ihr es anders. Und dann macht ihr es hochprofessionell. Und es kommt eben auch dabei das Emotionale nicht zu kurz. Es ist wirklich schön, bei euch zu sein. Was jetzt ein bisschen verloren geht natürlich, ist, dass man Kevin nicht nur zum Abschied in diesem Amt, es sind ja noch ein paar Wochen, umarmen kann, sondern dass man ihn einfach auch gebührend feiern kann. Und dass man es vor allen Dingen deswegen tun kann, weil man ihn als einen feiern kann, der Jusos nicht allein vertreten hat, sondern der für die Jusos ein Gesicht gegeben hat und das immer, und das hat er gerade zum Schluss ja noch mal gezeigt, in einer engen Anbindung, in einer engen Verbindung mit jeder und jedem von euch, die an jeder Stelle einen unglaublich wichtigen Job machen, ein unglaubliches Engagement zeigen und sich einsetzen. Aber Kevin, das darf man auch sagen, du hast als Gesicht der Jusos, die Jusos natürlich auf eine neue Art in das öffentliche Bewusstsein zurückgebracht. Vielleicht sogar noch ein Stück mehr, als das in den Hochzeiten vor Jahrzehnten, als ich noch sagen durfte, ich bin auch einer davon, mittlerweile bin ich kurz davor, zum zweiten Mal rauszufliegen, mit 2x35, aber das waren jedenfalls Zeiten, wo ich weiß, dass viele von deinen Vorgängerinnen und Vorgängern, damals jedenfalls, die später große Ämter erreicht haben, damals was drum gegeben hätten, wenn die Positionen, die sie vertreten hätten, nicht nur medial mit so großer Aufmerksamkeit verfolgt worden wären, sondern wenn sie auch so stark eingewirkt hätten in das, was die Partei insgesamt macht. Du warst unglaublich präsent, du bist unglaublich präsent und du bist auf eine unglaublich konstruktive Art auch umstritten und hast damit etwas angestoßen. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist toll, dass du uns ja erhalten bleibst, dass du ihn jetzt schon seit einem Jahr als stellvertretender Parteivorsitzender noch einmal eine andere Rolle einnimmst und die auch sehr wirkmächtig vertrittst und dass du eben hoffentlich auch dann im nächsten Jahr einer von denen bist, von denen du gesprochen hast, die in die Parlamente gehen. Du hast von den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern gesprochen, eine ganze Reihe von denen kennen wir gemeinsam sehr gut, persönlich und freundschaftlich. Du hast von Landtagsabgeordneten, Europaabgeordneten eben und auch von Bundestagsabgeordneten gesprochen. Ihr seid in einer Weise angekommen, die nicht durch Abschleifen entstanden ist, sondern die dadurch entstanden ist, dass sich auch die Partei ein Stück für Positionen geöffnet hat, die ihr immer vertreten habt und mit denen ihr auch Wirkung erzielt habt. Und das, finde ich, ist ein unglaublicher Erfolg. Und jetzt geht es eben darum, in diesem Amt Danke zu sagen und jedenfalls schon ein Stückchen Abschied einzuleiten, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, es wird weitergehen, es wird in einer anderen Rolle weitergehen und es wird auch mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger weitergehen. Man muss kein Prophet sein, um zu rätseln, aber die Entscheidung liegt bei den Delegierten, die liegt nicht bei uns. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin guten Mutes, dass die Zusammenarbeit, die wir haben entstehen lassen,
die uns getragen hat in diesem Jahr, dass die auch weitergeht unter einer neuen Führung der Jusos und damit auch die Punkte, die du eben beschrieben hast, noch einmal weiter Fahrt aufnehmen, die wir nämlich gemeinsam entwickelt haben. Du hast gesprochen davon, dass vor einem Jahr nicht so einfach klar gewesen wäre, dass dieser Staat und diese Partei auch in der Koalition in diesem Staat sagt, wir müssen massiv investieren. Das ist mittlerweile allgemeiner Sprachgebrauch. Wir wissen, dass wir bereit sind zu investieren, auch damit mit Krediten, weil die Kredite weniger in die Zukunft verschieben an Last, als sie an Chancen eröffnen. Wir wissen, dass wir uns klar positioniert haben für einen Mobilitätswechsel. Wir haben klar Positionen bezogen in Thüringen und machen das gerade wieder in Sachsen-Anhalt gegen rechts, dass die Leute sagen, das ist die SPD, von der wir das erwarten, aber der wir das auch glauben, dass sie in diesem Punkt etwas auf die Beine bringt. Wir haben in der Finanzierung Europas Zeichen gesetzt. Das, was Olaf Scholz zunächst mit Bruno Le Maire und dann insgesamt in Europa auf den Weg gebracht hat, das ist das, was wir schon gemeinsam vor einem Jahr sehr stark nach vorn gebracht haben und unterstrichen haben. Ja, und dann gibt es natürlich ein paar Punkte, wo ihr dann auch andere Akzente setzt und sagt, das reicht uns auch noch nicht. Das ist genau das, was nötig ist. Das ist das Salz in der Suppe und das soll auch so bleiben. Aber die Zeiten, ich habe das noch mal so ein bisschen in der Geschichte nachgeguckt, in der Parteivorstände Wahlen von Juso-Bundeskongressen annulliert haben oder Beschlüsse rückgängig gemacht haben, die sind wirklich vorbei und das ist auch richtig so. Und jetzt geht es um einen Wechsel, wie das beim Schiff so schön heißt, auf der Brücke. Und da gilt es eben nochmal Danke zu sagen, aber es gilt auch gleichzeitig zu sagen, diese Metapher auf der Brücke, die hat viel zu tun mit dem, was wir insgesamt, was auch ihr als Jugendverband nicht für Jugend, sondern von Jugend, für die Gesellschaft insgesamt mit auf den Weg bringen müsst. Denn das, was wir im Moment erleben, das ist ein Stück wie ein großes Schiff in schwerer See. Corona macht mit Deutschland, macht mit Europa, macht mit der Welt das, was eine aufgewühlte See mit einem Schiff macht. Und dann kommt es darauf an, dass man auf diesem Schiff eine Mannschaft hat, die das Ding über Wasser hält. Und da gibt es, glaube ich, im Moment unter uns allen wenig dagegen zu sagen, dass die SPD in der jetzigen Regierung durchaus mit dem Regierungspartner viel dazu beiträgt, auch im Vergleich zu anderen Brücken, die es gibt, dass auf dieser Brücke eine Politik betrieben wird, die das Schiff über Wasser hält. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man zweierlei. Das eine ist, die Namen, die damit verbunden sind, dass der Kahn sozusagen stabil bleibt, das sind weniger Namen wie Andreas Scheuer oder Peter Altmaier oder Seehofer oder Karliczek oder AKK, sondern das sind Namen von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Hubertus Heil, Franziska Giffey, Christine Lambrecht, Svenja Schulze, Heiko Maas, zusammengehalten und auch wirklich in der ganzen Struktur auf diesem Kahn sozusagen richtunggebend, auch mit Olaf Scholz. Und wenn man jetzt ein Stück weiter guckt, das ist das Zweite, da muss man sagen, ja, es gelingt, den Kahn über Wasser zu halten. Das ist das Wichtigste, was im Augenblick zu tun ist. Aber man muss sich auf Zeiten einrichten, wo die See wieder etwas ruhiger wird und wo die Frage gestellt wird, wohin fährt das Ding denn überhaupt? Und da stellen wir fest, dass bei allem, was wir jetzt im Moment schon mal tun müssen und wollen, diese Koalition nicht die Koalition ist, mit der man den Kurs in die richtige Zukunft dieses Landes führt. Und das ist etwas, das uns nachdenklich machen muss. Egal, ob wir darüber reden, dass wir Lieferketten anständig regeln müssen, egal, ob wir darüber reden, dass wir Arbeitsschutz durchsetzen müssen, zum Beispiel in der Fleischindustrie, dass in Führungspositionen auch Frauen eine angemessene Rolle haben. Alles Dinge, die wir ja erreicht haben sogar oder bei denen wir dabei sind zu erreichen, aber erkennbar im Widerstand, erkennbar immer ein Stück zurückgedrängt in diesen Forderungen. Und das wird so weitergehen bei Fragen wie einem Lobbyregister. Das geht in viele Fragen dieser Art weiter. Und das zeigt, ja, stabil halten im Augenblick ist okay. Aber wenn es darum geht, dass der Kahn Richtung aufnehmen muss, dann brauchen wir andere Mehrheiten. Und ich glaube, die Mehrheiten, die müssen sich an Dingen ausrichten, die die Menschen im Land wirklich
umtreiben, und zwar junge wie alte. Und das sind Fragen beispielsweise wie die, wie schaffen wir es denn, Menschen in einer schwierigen Zeit, aber eben auch danach deutlich zu machen, dass die SPD eine Partei ist, die dafür sorgt, dass Menschen gut und sicher leben können. Was heißt das? Das heißt, dass ich erstmal gute Ausbildungsplätze brauche. Das heißt, dass ich gut bezahlte Ausbildungsplätze brauche. Das bedeutet, dass ich Ausbildungsplätze und Jobs brauche, bei denen die Chance, da reinzukommen, nicht davon abhängt, wie die Postleitzahl ist, wie der Nachname ist oder wie das Portemonnaie der Eltern ist. Es hängt davon ab, dass man das Wohnen bezahlen kann, dass, wenn man krank wird, nicht ein Zweiklassen-Gesundheitssystem da ist. Viele Dinge bis ins Alter, bis in die Frage von Rente, die auch für junge Leute heute schon wichtig ist, sind Fragen, um die geht es, auf die kommt es an. Und es geht als Zweites darum, dass ein reiches Land wie die Bundesrepublik kein Land sein darf, das Menschen zurücklässt, dass es zulässt, dass Menschen unter das Existenzminimum rutschen. Wir müssen Teilhabe organisieren, wir müssen Chancen eröffnen, dass man auch selbst wieder weiterkommt, dass man sich aus einer Situation heraus befreien kann, aber die das nicht können, die haben auch die Hilfe dieser Gesellschaft verdient. Der dritte Punkt ist einer, Freiheiten zu bewahren, neue Freiheiten zu schaffen, uns nicht mit dem Grund, es gibt Corona, irgendwo einengen zu lassen, wo es nicht nötig ist, insbesondere dann, wenn es um Datensicherheit und Ähnliches geht. Aber es geht auch darum, klarzumachen, dass Freiheiten enden, wo sie die Freiheit anderer bedrohen, wo sie die Freiheit anderer einschränken. Und das merken wir gerade jetzt, wenn wir das Thema, du hast das auch angesprochen, Kevin, Querdenker angucken, die entscheiden nicht zwischen ihrer Freiheit und ihrer Sicherheit. Das können sie machen. Sondern die entscheiden zwischen ihrer Freiheit, die sie auf Kosten anderer und auf Kosten der Gesundheit bis hin zum Leben anderer haben wollen. Und das geht nicht, und dafür brauchen wir auch einen starken Staat. Und das Nächste ist, dass wir als Sozialdemokraten es uns auch gerne leisten dürfen, und du hast das auch in deinen Worten angetextet, dass wir auch Träume haben dürfen, dass Menschen Träume haben, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Und auch das ist etwas, bei dem wir merken, dass das immer weniger Menschen diese Möglichkeit haben, Träume zu leben und zu verwirklichen, während andere eben gucken müssen, wie sie gerade ihre Existenz erhalten, wie sie ihre Miete bezahlen können. Und Träumen ist für die was ganz Fremdes. Das heißt aber, wir müssen dafür sorgen, dass es eine anständige Bildung gibt, dass es Grundlagen gibt, dass ein Staat Voraussetzungen schafft, dass wir Infrastruktur haben, dass wir Daseinsvorsorge haben in einer Art, die alle in die Lage versetzt, auch mal ihre Träume verwirklichen zu können. Und dann ist noch was ganz wichtig, was eine Gesellschaft zusammenhält. Eine Gesellschaft hält zusammen, wenn alle sich bewusst sind, dass wir Verantwortung füreinander und miteinander haben. Und zwar nicht nur innerhalb dieser Gesellschaft, sondern auch weltweit. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, das gilt für hier und jetzt. Also die Frage, lassen wir zu, dass wir zwar Wohlstand für eine große Menge sichern, aber dass ein ganz kleiner Teil dabei immer weiter nach oben wegdriftet und ein großer Teil immer weiter in schwierige Situationen, in prekäre Situationen des Lebens kommt, da brauchen wir eine Verteilung, die gerecht ist, die Wohlstand für alle sichert, weil dieses Land hat die Mittel, Wohlstand für alle auch sicherzustellen. Aber es geht auch darum, dass wir über die Grenzen hinaus gucken. Ich habe von Lieferketten gesprochen. Es darf nicht sein, dass unser Wohlstand ein Wohlstand ist, für den andere Menschen unter unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Auch das geht bei dem Reichtum dieser Welt. Und deswegen gilt für mich immer die Maßgabe, Wohlstand ist was Schönes. Wir sind nicht gegen Wohlstand. Wir wollen Wohlstand für viele, für alle erreichen. Aber Wohlstand und Anstand dürfen kein Gegensatz sein. Das ist der Kern auch von sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik. Und es geht weiter auch, es muss nicht nur weltumspannend gerecht zugehen und anständig zugehen, es muss auch generationenumspannend gerecht zugehen. Und das heißt, wir müssen über Klimaschutz reden, weil ohne Klimaschutz können wir uns das alles sparen. Also es geht auch darum, dass wir nicht jetzt Lasten in die Zukunft schieben, und diese Lasten sind nicht die Kredite, die wir gerade aufnehmen. Da kann sich jeder ausrechnen, was wir in die Zukunft schieben würden, wenn wir die nicht aufnehmen würden. Also uns auf diese billige Formel zurückführen zu lassen, das ist etwas, mit dem dürfen wir uns nicht abfinden und nicht zufrieden sein. Und wenn man sich das alles anguckt, dann stellen wir fest, ja, dafür braucht ein Staat auch Geld. Es gibt diese Zukunft und diese Sicherheit und diese Gemeinsamkeit, den Respekt, die gegenseitige Verantwortung nicht für lau. Das heißt, dieser Staat muss handlungsfähig und finanziert sein. Und das bedeutet, es kann nicht sein,
dass das, was dafür aufzubringen ist, von kleinen und mittleren aufgebracht werden muss und sich die ganz Großen immer mehr aus dem Staub machen, immer mehr Lösungen finden können, dass sie sich daran nicht beteiligen. Das ist auch Aufgabe von Sozialdemokratie. Und wenn ich das alles beschreibe, dann merken wir eines, das ist nach meiner Auffassung als Richtung, als Kurs mit dem Koalitionspartner nicht zu machen. Und deswegen brauchen wir euch, deswegen brauchen wir andere Mehrheiten und deswegen brauchen wir Ideen und wir brauchen vor allen Dingen Überzeugungskraft in allen Generationen, dass nicht einfach das Zurücklehnen und Abwarten diese Gesellschaft wohlständiger und wohlhabender und gerechter macht, sondern dafür, dass jede und jeder von uns etwas tun müssen. Dafür seid ihr ein unglaublich wichtiger Teil. Mein alter Ziehvater Johannes Rau hat immer gesagt, das ist die Hefe im Teig, die man braucht. Also es geht nicht um das Sahnehäubchen, das oben drauf kommt, sondern es geht um das, was in der Gesellschaft mitarbeitet, damit wir vorankommen. Und das ist das, was ich von euch erwarte, was ich von euch kennengelernt habe, was ich an euch schätze und wofür wir euch gemeinsam, Saskia und ich, dankbar sind, dass wir das in einem Jahr guter Zusammenarbeit so schon erlebt haben und jetzt gute Zeichen sehen, dass das so auch in die Zukunft geht. Ich danke euch nochmal, dabei sein zu dürfen. Ich wünsche diesem Bundeskongress einen richtig guten Verlauf und uns eine richtig gute Zusammenarbeit, auch für die nächsten Jahre. Vielen Dank. Danke, Norbert. Bevor es jetzt weitergeht, habe ich, Überraschung, noch ein paar Hinweise. Zum einen, die Unterstützung von Initiativanträgen ist technisch jetzt freigeschaltet. Ihr könnt ab jetzt eine halbe Stunde, also bis 12.30 Uhr, mit dem gelben Button unterstützen, die Anträge im Tool eure Unterstützung aussprechen. Und noch ein Hinweis, bevor wir jetzt auch gleich euch als Rednerin dazu schalten. Es laufen hier Filmaufnahmen mit, also ihr werdet mitgesehen, zu eurer Info. Da nochmal der Hinweis. Und ansonsten würden wir jetzt in die Aussprache gehen. Dazu schauen wir jetzt mal ins Tool. Da haben wir Pauline Schuhe aus NRW in der Pipeline. Okay, ein Hinweis vielleicht noch, den ihr mir erlaubt. Wir schalten euch hier vom Präsidium mit in den Stream und entstummen euch auch. Ihr müsst nach eurem Redebeitrag aber bitte den Stream wieder manuell verlassen. Und es ist sehr wichtig, dass ihr das auch flüssig macht, damit das hier nicht noch mehr entstummt. Ja, bitte. Pauline, sag mal bitte was. Hallo. Perfekt, Mashallah, es funktioniert. Gut, der große Testlauf. Alles klar. Kollege auf dem Präsidium, können wir starten, offiziell? Kannst du mir ein Go geben? Gesundheit. Ja, geht's los. Okay, so, auf geht's. Eine gute Ausbildung und ein gutes Studium ist und bleibt aus unserer Perspektive die zentrale Voraussetzung für gute Arbeit und ein Leben mit Teilhabe. So steht es in unserem Schweriner Manifest. Wie vieles hat sich die Wichtigkeit dieser Aussage durch die Pandemie nochmals verschärft. Über 43.000 betriebliche Ausbildungsstellen weniger wurden dieses Jahr bis Juli gemeldet. Es besteht außerdem die Gefahr, dass bestehende Ausbildungsverhältnisse weiter aufgekündigt werden.
Der DGB befürchtet, dass sich diese aktuelle fatale Situation sogar langfristig auswirken könnte auf die Ausbildungslage. Und das sollte nicht nur als Warnsignal an die Betriebe verstanden werden, sondern gerade auch ein Appell an uns als SPD. Norbert, du hast es gerade schon gesagt. Wir müssen uns für Azubis stark machen. Gerade jetzt in der Krise und selbstverständlich auch danach. Denn wir wollen und müssen unserem Versprechen auf individuellen Aufstieg gerade durch eine gute Berufsausbildung gerecht werden. In dem Antrag zu unserer Jugendkampagne 2021 steht geschrieben, unser Ziel ist es, dass kein einziger junger Mensch auf dem Weg in die Arbeitswelt zurückbleibt. Und dieses Ziel müssen wir ernst nehmen. Denn momentan ist es halt leider nicht egal, wo du herkommst oder wer du bist, wenn es um Ausbildungsplätze und gute Ausbildung geht. Der DGB schreibt in seinem Ausbildungsreport, dass 53% der jungen Leute mit Hauptschulabschluss keinen Ausbildungsplatz finden. Und diese Zahl ist sogar noch gestiegen. Genauso sind junge Frauen oft schlechter vergütet und haben schlechtere Ausbildungsbedingungen. Das ist doch eine Schande. Das dürfen wir nicht mehr hinnehmen. Wir brauchen gute Angebote an junge Leute in unserem Wahlprogramm. Es hat sich zwar schon etwas getan mit der Mindestausbildungsvergütung und dem neuen BIBIG, aber was wir jetzt brauchen, sind vor allen Dingen zwei Dinge. Endlich eine Ausbildungsplatzgarantie, damit niemand außen vor bleibt, und ein Umlagesystem, damit Betriebe wieder in die Pflicht genommen werden oder sie überhaupt die Möglichkeit bekommen, Ausbildungsplätze anzubieten. Liebe Saskia, lieber Norbert, wir bitten euch, macht euch stark für junge Leute und steht an unserer Seite. Lasst uns zusammen jungen Leuten Perspektiven aufzeigen, damit sie sicher sein können, wenn sie 2021 die SPD wählen, ist an sie gedacht. Und sie werden nicht von uns im Stich gelassen. Wir sind die, die für eine garantierte Ausbildung stehen müssen, mit fairer Vergütung und guten Ausbildungsbedingungen, wo es egal ist, wo du herkommst oder welches Geschlecht du hast und du das machen kannst, was du gerne machen willst. Denn wir als SPD müssen auf der Seite der Auszubildenden stehen und es muss klar sein, dass wir dort zusammen mit den Gewerkschaften in der ersten Reihe stehen, damit es bald heißen kann, in Deutschland bleibt kein junger Mensch auf dem Weg in die Arbeitswelt zurück. Und zum Schluss noch ein Alerta nach Kalka zum Bundesparteitag der Nazi-Partei. Und danke an alle, die vor Ort in der Kälte dagegen halten. Glück auf! Herzlichen Dank. Als nächstes kommt Florian Zanetta aus Baden-Württemberg. Ja, hallo. Wir hören dich, aber Wunderbar. Wir sehen dich nicht. Ja, jetzt. Hallo, willkommen. Alles klar. Hi. Bitteschön. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Saskia, lieber Norbert, ich bin jetzt seit 2017 Mitglied der SPD und bei den Jusos und bin sehr froh, in der Sozialdemokratie meine politische Heimat gefunden zu haben. Ein Thema hat mich aber lange davon abgehalten, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Und hier bei mir vor Ort geht es vielen jungen Menschen ganz genauso. Es geht um die größte Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen. Die Klimakatastrophe. Ich bin froh, dass sich da in den letzten Jahren viel tut. Aber für jeden Zentimeter, den sich die SPD bewegt, nähern sich die drastischen Folgen der Klimakatastrophe um Kilometer. Dabei ist es doch eine grundlegende Frage der Gerechtigkeit. Nicht nur hier in Deutschland, vor allem weltweit. Wir sehen die Folgen überall. In Kalifornien sind dieses Jahr knapp 2 Millionen Hektar Wald abgebrannt. Unsere Gletscher schmelzen schneller ab als je befürchtet. Und bis 2025 rechnen die Vereinten Nationen weltweit mit knapp 2 Milliarden Menschen, die von Wasserknappheit betroffen sind. Ihr selbst seid mit eurer Kandidatur für den Parteivorsitz einem klaren Anspruch angetreten. Ihr habt formuliert, dass wir mit aller Kraft an der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels arbeiten müssen. Und obwohl sich die Partei da bewegt, vor allem auch, weil meine Generation da Druck macht, parteiintern und auf der Straße, reicht das bisher alles nicht aus. Die Menschheit ist gerade nicht auf 1,5, sondern eher auf 3 oder 4 Grad Kurs. Das müssen wir ernst nehmen und das ist unsere klare Erwartung an euch. Die Bundestagswahl im nächsten Jahr wird Klimawahl werden. Wenn Corona einmal überstanden ist, angesichts der aktuellen Meldungen kann man dazu im nächsten Jahr optimistisch sein, wird der Klimaschutz wieder das wichtigste Thema für WählerInnen in Deutschland sein. Ich will, dass das endlich an der Parteispitze ankommt. Ich will, dass man sich mit dem Programm der SPD bei nicht verstecken muss. Ich will, dass auch die SPD das Thema nach vorne stellt. Ende kommen? Nicht, weil das im Trend liegt, sondern einfach, weil es richtig ist. Dankeschön. Okay. Danke, Florian. Ich hoffe, ihr hört die Glocke auch. Wir werden die Redezeit beläuten, okay? Damit ihr Bescheid wisst. Okay.
Gut, sorry. Dann kommt jetzt Anna Tanzer aus Bayern. Anna, es geht los. Ah. Hallo, liebe GenossInnen. Es ist trotz der digitalen Variante wirklich schön, heute hier zu sein. Und ich freue mich auch schon auf einen tollen Tag voller Debatten und Inhalte. Und ich freue mich auch, dass du, Norbert, heute da bist und es die Möglichkeit der Aussprache mit dir gibt und möchte dafür auch danken. Was eigentlich selbstverständlich wirkt, ist es nicht. Wenn man auf vergangene BUKOs zurückblickt, da gab es auch mal einen Vorsitzenden, der statt zum BUKO zu kommen und sich auch mal mit kritischen GenossInnen auseinanderzusetzen, lieber zum Fußballspiel ein paar hundert Meter weitergegangen ist und ein Selfie davon getwittert hat. Also auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist, ist es schön, dass du da bist. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine leidenschaftliche No-GroKo-Kämpferin war und auch immer noch bin. Deshalb ist es mehr als ungewöhnlich und es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, dass ich jetzt mal eine Lanze breche für die SPD im Bundestag und in der Regierung beziehungsweise für euch als Parteivorsitzende. Es ist seit der letzten Bundestagswahl viel falsch gelaufen und es ist unglaublich viel in die Hose gegangen, vor allem in den vergangenen Jahren. Aber gerade in der Corona-Krise hätte es prekär Beschäftigten, den Menschen im Handel und vielen mehr noch wesentlich schlechter gehen können. Trotz aller grundsätzlicher, demokratietheoretischer und inhaltlicher Kritik der letzten Jahre, da war ich froh, dass wir mitregieren und nicht ein Sumpf aus Schwarz-Gelb, was weiß ich was, die nur neoliberalen Schmutz in die Wege geleitet hätten, statt ernsthafte Politik für die Menschen, denen es in der Krise schlecht geht. Denn den Menschen, denen es in der Krise schlecht geht, sind diejenigen, die sowieso in dieser Gesellschaft zu normalen Zeiten leiden müssen. Allerdings wären wir natürlich nicht die Jusos und vor allem nicht die Jusos Bayern, wenn wir jetzt nicht noch Punkte setzen würden, was uns fehlt und was nicht so toll gelaufen ist. Und dann ist mir in der sehr jungen Vergangenheit ein Punkt aufgefallen. Was mir persönlich unglaublich sauer aufgestoßen ist, war die Äußerung vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der verkaufsoffene Sonntage im nächsten Jahr in vermehrter Zahl möglich machen will. Wir sind die Partei der ArbeiterInnen, der ArbeitnehmerInnen. Ich komme aus dem Handel, ich habe meine Ausbildung im Handel gemacht und ich muss sagen, ich bin an die Decke gegangen. Die Sonntage müssen für die Beschäftigten unangetastet bleiben. Dieser Tag gehört uns und ich erwarte von euch, dass ihr die Sonntage für uns alle schützt und das unter keinen Umständen zulässt. Ihr habt in der Frage unseren Rückenwind und den Rückenwind der Gewerkschaften. Bleibt bitte an der Stelle hart. Ich freue mich auf den Tag mit euch und auf eine spannende Debatte und Freundschaft. Ja. Okay, vielen Dank, Anna. Bitte, bitte, bitte haltet euch an die Redezeit. Wir sind im Verzug und deshalb wäre es wirklich sehr gut. Vielen Dank dafür. Jetzt Lasse aus Nordniedersachsen. Ja, danke schön. Liebe Saskia, lieber Norbert, liebe GenossInnen, unser Bundesparteitag in Berlin vom letzten Jahr ist jetzt bald ein Jahr her und da haben wir als Jusos, glaube ich, relativ gut gezeigt, was wir für eine Zukunft für die SPD wollen. Und dazu gehören nicht nur die guten Beschlüsse, die wir auf diesem Bundesparteitag geschaffen haben, sondern auch eure Wahl als Parteivorsitzende. Wir haben damals für euch gekämpft, deshalb seid ihr unsere Parteivorsitzende und deshalb ist es jetzt unsere Verantwortung, im Bundestagswahlkampf gemeinsam für linke und progressive Mehrheiten zu kämpfen, wie Norbert es gesagt hat. Um diesen gemeinsamen Weg zu beschreiten, ist es wichtig, dass wir einen zentralen Punkt, den ihr immer wieder betont hattet, ganz zentral umsetzen. Und da geht es halt um eine klare und deutliche Kommunikation. Und die muss halt ganz klar an junge WählerInnen kommuniziert werden. Das heißt, wir müssen weg davon, jungen WählerInnen irgendwelchen komplizierte Antworten auf ihre ganz normalen Lebensumstände zu geben, sondern wir müssen ihnen ein attraktives und linkes Angebot machen, um sie für uns zu gewinnen. Und dabei möchte ich eine Forderung, die wir heute als Jusos noch beschließen wollen, ganz besonders hervorheben. Und da geht es um das Thema Mobilität. Mobilität ist vor allem für junge Menschen ganz unabdingbar. Es ist wichtig für Teilhabe, für individuelle Freiheiten. Und gleichzeitig ist der Mobilitätssektor auch unfassbar wichtig, wenn es um die Erreichung der Klimaziele geht. Als Jusos stellen wir uns die Zukunft der Mobilität ganz eng verbunden mit dem ÖPNV vor. Und um diesen ÖPNV weiter auszubauen und weiter voranzutreiben, fordern wir Jusos in unserem Antrag heute, dass wir einen beitragsfinanzierten und fahrscheinlosen ÖPNV ermöglichen. Das heißt, dieser ÖPNV ist solidarisch finanziert. Das heißt, dass er vor allem für junge Menschen und Menschen in prekären Lebensverhältnissen bezahlbar ist. Und vielleicht ist mir diese Anmerkung an der Stelle erlaubt, da merkt man vielleicht, dass ich aus Nordniedersachsen komme. Vor allem müssen wir dahin, dass wir die Netze für unseren ÖPNV weiter aufbauen. Denn in strukturschwachen Regionen stellt sich eben nicht die Frage, wie oft der Bus dann am Tag kommt, sondern ob er überhaupt kommt. Das müssen wir überwinden. Hier muss definitiv mehr investiert werden. Liebe Saskia, liebe Norbert, wir als Jusos wollen
im Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl die Forderung nach einem beitragslosen und fahrscheinlosen, beitragsfinanzierten und fahrscheinlosen ÖPNV sehen. Wir haben mit euch gemeinsam auf dem Bundesparteitag gekämpft. Wir hoffen, dass ihr jetzt mit uns gemeinsam für diese Forderung kämpft. Vielen Dank und Glück auf. Danke, Lasse. Wir machen weiter mit Anna-Claire Nothof aus Rheinland-Pfalz. Liebe Anna? Ja, hört ihr mich? Ja, bitte ein bisschen lauter, wenn es geht. Gerne, sorry. Liebe Genossinnen, lieber Norbert, während der Krise hat sich gezeigt, welch große Bedeutung das Wort Verantwortung in sich trägt. Die Pandemie hat das deutlich gemacht. Nicht nur die Verantwortung in systemrelevanten Berufen und deren ArbeitnehmerInnen, sondern auch in Form der Solidarität. Was bedeutet denn die gegenseitige Rücksichtnahme aufeinander und das Erkennen, welche Auswirkungen das eigene Handeln konkret mit sich ziehen kann? Und ständig mit der Frage zu ringen, auch wir als Regierungspartei, wie können wir eine gerechte Welt von morgen gestalten, trotz der Krise? Dazu gehört insbesondere für mich auch die Debatte rund um den Bildungssektor. Es muss weiterhin uns ein Uranliegen sein, dass Chancengerechtigkeit auch in allen Bereichen konkret gemacht wird. Das Argument, Schule sei Ländersache, darf nicht als Ausrede dafür dienen, wenn es um mangelnde Investitionen seitens der Bundesregierung, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, geht. Ich bin froh, dass ein Teil von unserem Bundesvorstand in Person von Saskia bei dem Bildungsgipfel dabei war und auch mal die Wichtigkeit des Digitalpakts unterstrichen hat. Es ist nicht hinnehmbar, dass Kinder aus wohlhabenden Familien die Möglichkeit haben, kostenpflichtige Lernangebote zu nutzen, während andere schon damit hadern, wie man wohl die nächste Schullektüre bezahlt. Das liegt natürlich nicht allein in unserer Hand, aber auch wir tragen Verantwortung mit, egal auf welcher Ebene wir uns engagieren. Umso mehr freut es mich, dass viele Jusos und junge Genossinnen bereit sind, diese Verantwortlichkeit noch konkreter zu machen und sich nicht, wie sie jetzt schon tun, auf verschiedenster Weise engagieren in der Partei, sondern auch als gewählte Mitglieder in den kommunalen Parlamenten und Ausschüssen, sondern nun auch KandidatInnen sind für die Landtage und auch für den Bundestag. Wir haben es in der Vergangenheit schon oft gesagt und werden es bei den kommenden Wahlen immer wieder wiederholen. Wir Jusos stehen in den Startlöchern. Wir sind nicht nur bereit, unsere Inhalte an den Wahlständen zu verteidigen und Plakate aufzuhängen. Nein, wir sind jetzt konkret bereit, Verantwortung zu übernehmen. Für junge Menschen, egal ob du auf dem Land oder in der Stadt wohnst, wir kandidieren, um da zu bleiben. Danke nochmal an Kevin, du hast es uns vorgemacht. Wir hoffen, wir können daran anknüpfen. Wir sind sowas von bereit, Verantwortung zu übernehmen, liebe Saskia und lieber Norbert. Und wir hoffen weiterhin auf eure Unterstützung. Glück auf aus der Pfalz, liebe Genossinnen. Okay, vielen Dank. Okay. Martha, bist du bei uns? Bist du bei uns im Stream? Nicht. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mit Saskia fort. Saskia, bitteschön. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Norbert hat vorher für uns beide zu euch gesprochen und ich will jetzt für uns beide antworten auf die Aussprache und gerne auch noch mit euch und zu euch sprechen. Norbert hat von den Emotionen gesprochen, die jetzt in Zeiten von Corona viel, viel zu kurz kommen und die uns hier so ganz besonders fehlen, weil wir uns bei euch zu Hause fühlen. Das kann ich wirklich auch so bestätigen. Ich kann mich erinnern, wie wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr bei eurem Abend aufgelegt haben. Und heute Abend feiert ihr ein Netz und ich bin schon sehr gespannt auf eure Playlist. Norbert und ich haben einjähriges dieser Tage und es war uns sehr, sehr wichtig, die SPD als eigenständige politische Kraft zu positionieren und sie aus der Wahrnehmung der ewigen kleinen Schwester in der GroKo rauszuholen. Es war uns wichtig, die Kommunikation in der SPD und über die SPD zu verändern. Und es war uns wichtig, die GroKo zu verändern, denn die dauert ja fort.
Und ich denke, es ist uns über Inhalte gelungen, die wir eingebracht haben. Es ist uns gelungen, Krisen nicht der Großen Koalition, sondern zum Beispiel der Demokratie, aber auch der gesamten Gesundheit, Wirtschaft und des sozialen Gefüges zu bewältigen. Wenn es um die Demokratie geht, dann spreche ich von Thüringen, wo wir sehr schnell reagiert haben als Koalition und entsprechend auch Druck gemacht haben, dass dort eben nicht rückgängig gemacht wird, sondern geheilt wird, dass die dortige CDU und FDP gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt haben. Und so haben wir jetzt natürlich dieser Tage die Aufgabe, auch in Sachsen-Anhalt zu verhindern, dass ein Koalitionspartner mit Hilfe der Stimmen der AfD für Mehrheiten schafft, und zwar für Mehrheiten in einem unsäglich populistischen Thema, nämlich dem des Schlechtredens unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben in diesem Jahr ein Team geformt, nicht nur, wo wir sehr oft davon reden, an der Spitze der SPD dafür zu sorgen, dass jetzt Regierungsbeteiligung, Fraktion und wir beide Parteivorsitzenden, der Generalsekretär, ein Team formen, die jetzt auch in Richtung Wahlkampf stark zusammen agieren, sondern wir haben auch ein Team in Präsidium und Parteivorstand geformt. Wir haben sowohl mit Kevin, einen sehr, sehr starken Stellvertreter an unserer Seite im Präsidium, wir haben aber auch ehemalige Mitbewerber, Konkurrentinnen eingebunden. Clara Geiwitz ist jetzt eine unserer aktivsten Stellvertreterinnen im Präsidium. Wir haben zu einer guten Zusammenarbeit gefunden und das ist, glaube ich, ein Wert an sich. Wir haben am Ende, hat sich das, was wir an Einigkeit im Präsidium und an der Spitze auch erzeugen konnten, am Ende manifestiert in der Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Olaf Scholz ist ein Kanzlerkandidat, der über hohe Zustimmungswerte bei der Bevölkerung verfügt, über eine große Regierungserfahrung. Er hat das Vertrauen auch der Menschen und ich glaube, ich kann auch sagen, jetzt im Jahr, diesem Jahr, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Olaf Scholz ist ein, wie sagte er so schön im Bewerbungsverfahren, ein truly Sozialdemokrat und er ist ein feiner Kerl. Und er ist teamfähig und wir haben als Team jetzt ein Jahr zusammengearbeitet und sind auch gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass wir als Team mit euch und allen SPD-Mitgliedern natürlich diese Wahl auch gewinnen können. Corona ist ein weiteres Krisenthema, das wir in diesem Jahr vor die Füße gefallen ist. Wir haben Corona als für uns alle schwere Belastung erlebt, schwerer als man sich als kopfgesteuerter Mensch das auch manchmal eingestehen will, was es mit einem persönlich auch macht, diese Situation. Ein hohes Gefühl des Kontrollverlustes. Viele, viele Menschen sind in schweren Existenzängsten, haben soziale Sorgen auch für die Familie, für die Angehörigen, für die Freunde. Junge Menschen insbesondere sind betroffen. Junge Menschen brauchen Kontakte mit anderen jungen Menschen. Die Familie ist nicht nur Nähe. Für viele junge Menschen ist die Familie einfach auch Enge und war es insbesondere im Lockdown im Frühjahr und Frühsommer. Und dort hat vieles gefehlt. Dort haben natürlich die Jugendtreffs gefehlt, aber auch die Schulen und andere Orte der Begegnung waren geschlossen. Es war eine schwere Zeit für junge Menschen. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt so großen Wert darauf legen, dass die Schulen regelmäßige Bildungs- und Begegnungsorte sind, auch wenn wir mit der Pandemie natürlich verantwortungsvoll umgehen müssen. Junge Menschen haben aber insbesondere jetzt auch Zukunftsängste, die ganz konkret sind. Ihr sprecht es sehr stark an. Übergänge zwischen Schularten sind da natürlich ein Thema, aber auch eben der Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ins Studium ist jetzt besonders erschwert. Wir sehen mit großer Sorge die zurückgehenden Ausbildungszahlen und wir sehen auch mit großer Sorge, dass junge Menschen jetzt als Erstsemester an der Universität ihr Erstsemester in dieser fremden Welt digital erleben müssen, keine Begegnungen haben, keine gute Mentorenschaft erleben können. Ich selbst habe mein Erststudium abgebrochen, genau deshalb, weil ich mich fremd gefühlt habe in dieser Welt, die meiner Familie bisher nicht zugänglich war. Und solche jungen Menschen stehen jetzt vor dem digitalen Miteinander mit bisher fremden Menschen. Das ist eine sehr, sehr schwere Zeit. Und ihr setzt euch deshalb mit eurem Leitantrag genau mit den richtigen Themen auch auseinander und an den richtigen Hebeln an. In der Aussprache habt ihr ganz zu Recht
das Recht auf Aus- und Weiterbildung angesprochen. Und ich will ganz deutlich sagen, wir brauchen auch mehr überbetriebliche Ausbildung, weil die Unternehmen jetzt aus guten Gründen auch sich zurückhalten, auszubilden, weil sie selber in schwieriger Lage sind. Das ist nachvollziehbar. Wir haben ja Prämien ausgelobt im Rahmen des Konjunkturpakets, um die Ausbildung zu unterstützen. Es hat nicht so gezündet, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht hätten. Und deswegen muss überbetriebliche Ausbildung eben auch ersetzen, was an der Stelle nicht möglich ist. Da müssen wir uns mehr darum kümmern. Die Übergangssysteme der beruflichen Schulen sind Parkstationen für junge Menschen und sie frustrieren mehr bei aller super pädagogischen Leistung, die dort geleistet wird, der Arbeit, sind es eben trotzdem frustrierende Zeiten. Ihr habt die Klimakatastrophe angesprochen. Natürlich ist die Klimakatastrophe ein Thema, das in den nächsten Jahren uns ambitioniert auch beschäftigen muss. Wir müssen aber auch dafür sorgen, natürlich, dass wir den Wandel, der damit einhergeht, den technologischen Wandel, den gesellschaftlichen Wandel auch wirklich als Chance gestalten, als Chance, wo alle dran teilhaben können, wo niemand unter die Räder kommt. Denn es werden sich auch Berufe verändern, nicht nur durch den digitalen Wandel, von dem wir bisher immer in dem Zusammenhang viel gesprochen haben, sondern eben auch der Klimawandel wird vieles verändern. Und ich will auch sagen, dass ich gerade bei uns in der Partei sehe, dass die vielen jungen Menschen, die sich mit dem Klimawandel engagiert beschäftigen, nicht nur junge, dass die in der Partei keinen rechten Anknüpfungspunkt finden, wo man sich engagieren kann. Und deswegen glaube ich ganz sicher, dass wir als Partei auch neue Engagementformen und neue Formen auch der Aktivitäten, der Initiativen finden müssen, um dort auch wirksam zu werden. Die Arbeitsgemeinschaften sind wichtige Orte der Parteiarbeit, aber sie sind für solche Themen, die auch projektartig daherkommen und wo junge Menschen sich auch nicht so stark binden wollen, nicht auf Dauer und nicht in Ämtern, sondern vor allem in Aktivitäten und in der politischen Arbeit, wo man auch dort Räume findet. Ihr habt Altmaier angesprochen. Der ist nur nicht für Arbeitnehmerinnenrechte zuständig und deswegen ist es auch wichtig, dass wir an der Stelle das Gegengewicht bieten. Aber das Schlimme ist eigentlich, er ist auch nicht für Wirtschaft zuständig. Zumindest fühlt er sich nicht zuständig, denn für Altmaier und für die CDU ist die Abwesenheit von Politik die beste Wirtschaftspolitik. Und wenn wir nicht korrigierend eingreifen, wenn Olaf Scholz nicht derzeit nicht nur den besten Finanzminister geben würde, sondern auch noch den besten Wirtschaftsminister, dann würde gar nichts laufen. Und das ist ein Zustand, den wir dringend beenden müssen. Dazu dürfte dann auch die Bundestagswahl dienen. Entschuldigung. Beitragsloser ÖPNV. Ganz klar ein Ziel, das wir unterstützen müssen, weil wir dadurch eben auch Menschen von der Straße aus den Autos auf die Schiene und in die Busse bekommen können, weil es bequem ist, weil man bequem umsteigen kann, weil man keine Tickets ziehen muss und vieles andere mehr, aber vor allem natürlich auch die Teilhabe, die dadurch gerechter gestaltet wird. Der ÖPNV muss aber nicht nur beitragslos werden, er muss vor allem auch wesentlich ausgebaut werden. Und das ist ja auf der anderen Seite, gerade auf dem Land, auch ein Riesenproblem. Aber wir wissen natürlich, wenn man euch in diesem Thema schon seit Jahren auch vorhält, ja, dann lasst ihr kostenlos Geisterbusse durch die Gegend fahren, dass eben mit dem Angebot und mit der Qualität des Angebots, mit der verlässlichen und verständlichen Qualität des Angebots auch die Nachfrage kommt. Und so ist es auch mit dem Thema Bildung und Digitalisierung, das mich ganz besonders umtreibt. Diese Schulgipfel waren notwendig, weil wir gesehen haben, dass in den Ländern die Situation im Frühsommer, als die Schulen zu waren, nicht dazu genutzt wurde, jetzt tatsächlich wenigstens sich auf den Herbst auch entsprechend vorzubereiten, dass der Digitalpakt immer noch nicht richtig ins Laufen kommt. Wir haben den dann im Koalitionsausschuss entbürokratisiert. Wir haben ihn aber auch aufgedoppelt. Wir haben noch wesentliche Mittel hinzugefügt, die bisher nicht drin möglich waren, nämlich für Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, Endgeräte auch für Lehrkräfte und eben auch die technische Administration an den Schulen, die ein ziemlicher Gamechanger sein kann, weil eben nicht mehr der Deutschlehrer oder im Glücksfall vielleicht auch ein Informatiklehrer oder eine Lehrerin in Ausgleichsstunden, in zwei Entlastungsstunden das Netz organisieren muss, sondern es sollen Profis machen und die sollen weiterhin Profis sein können für die Bildung und Ausbildung von jungen Menschen. Und deswegen bringe ich mich da gerne auch weiterhin ein. Das ist dringend notwendig, aber da gibt es auch eine gewisse
Hartleibigkeit und geringes Engagement einer Bundesbildungsministerin, die sich ja auch beim Thema BAföG und bei der Situation der Studierenden, der in dem Fall finanziellen Situation der Studierenden, ziemlich unbeweglich und ziemlich ja, hartleibig gezeigt hat. Lasst mich abschließend Dank sagen. Dank an euch alle, das hat ja Norbert auch schon gesagt, für eure Unterstützung auf dem Weg zur Doppelspitze. Das war so, so wertvoll, nicht nur im Sinne von Unterstützung, dass ihr für Stimmen gesorgt habt und dass ihr geworben habt für unsere Doppelspitze, sondern vor allem auch die Unterstützung, die ich vorher angesprochen habe, mit Emotionen, mit dem Gefühl, hier bei euch zu Hause zu sein. Das hat uns getragen und es trägt uns weiter. Ich will euch Dank sagen für die Unterstützung bei der Profilierung der SPD als moderne, als linke Volkspartei. Bleibt auch da dran, mischt euch weiter ein. Ich will euch auch Dank sagen für viel kritisches, aber immer konstruktives Feedback in den vielen Schalten, die wir zusammen hatten oder wie es auch heute wieder möglich ist, uns mit euch auszutauschen. Ich will Dank sagen an Kevin. Kevin, vielen, vielen Dank für die Freundschaft, die du uns entgegenbringst. Und vielen, vielen Dank für dein unermüdliches Jahr, 16 Jahre, das kann ja kein Mensch glauben, jahrzehntelanges, bald jahrelanges, profiliertes Engagement, unseren Jugendverband zu einen, zu stärken, sicht- und hörbar zu machen und die SPD weiter zu entwickeln. Bleib dabei, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Ich will aber auch Dank sagen, und damit greife ich nicht den Stimmen der Delegierten, dem Recht der Delegierten vor. Ich will Dank sagen an Jessica, auch für ganz, ganz viel Warmherziges, was du in diesen Verband bringst und was du in unser Miteinander bringst, für alles, was du bisher schon geleistet hast und für alles, was noch kommt. Jetzt steht ein super Wahljahr vor uns, super Wahljahr 2021. Wir haben uns viel vorgenommen und ganz klar, dieser Wahlkampf wird anders sein. Er wird anders sein wegen Corona, weil wir aus der Situation von Corona heraus viele, viele Themen, die die SPD schon lange umtreiben, die die Menschen schon lange umtreiben, nochmal, wie man so schön sagt, wie unter einem Brennglas zu sehen bekommt, nochmal verstärkt gezeigt bekommt, soziale Ungleichheit, die geringere Bezahlung von Berufen, die eben nicht produktiv sind, die aber ganz viel mit Menschen zu tun haben und wo wir die geringere Wertschätzung, die da in den Geldbeuteln ankommt, endlich ausgleichen müssen und nicht nur auf den Balkonen applaudieren. Wir haben es zu tun mit einer CDU-CSU, die am Ende einer Ära Merkel steht und die noch nicht weiß, wie es weitergeht. Auch das wird unseren Wahlkampf natürlich maßgeblich beeinflussen. Und wir haben es zu tun mit Rechtsextremisten, nicht nur hier in Deutschland, sondern überall in Europa und der Welt, die sich formieren, die sich organisieren, die sich vernetzen, die zunehmend gewaltbereit sind und die unseren Wahlkampf stören werden und die uns auch angreifen werden im Wahlkampf. Und dafür müssen wir uns rüsten. Wir stehen auf jeden Fall stabil dagegen. Ich will euch sagen, mischt euch ein. Unser Wahlprogramm, es wird sehr digital, das habe ich ja vor einem Jahr schon gesagt. Das nächste Programm der SPD soll Digitalität atmen, es soll aber auch digital sein. Es wird sehr schlank, aber es wird nicht dünn. Und dazu habt ihr auch einen Beitrag zu leisten. Und da freue ich mich wirklich drauf, dass ihr euch einmischt und dass ihr dort auch dafür sorgt, dass wir profiliert in diesen Wahlkampf gehen, dass wir überraschen mit den Inhalten, die wir anzubieten haben, dass wir überraschen mit der Sprache, ihr habt es angesprochen, dass wir überraschen mit Formaten im Wahlkampf und mit unserer Geschlossenheit. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann glaube ich, können wir Erfolg haben für eine progressive Mehrheit, die dieses Land so dringend braucht. Ich danke euch.